Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Systemia Blind mit mir, eurem Yoshi, wo wir letztes Mal angefangen haben, diesen Turm zu erklimmen und jetzt in der Sackgasse stehen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Dementsprechend denke ich mal, wir müssen anders erstmal noch was regeln. Jetzt ist es langsam, aber sicher von uns jetzt. So, wenn der oben ist, komme ich da drüber nicht weiter. Wenn ich jetzt also... Ich glaube, das war der hier. Den umlege. Oh, das wird wahrscheinlich lustig und kompliziert. Jetzt fangen sie nämlich mit sowas an. So. Jetzt komme ich nämlich hier durch. Genau. Ich habe keine Wendy. Never have I seen anything get the job done more than that spinny mist thing. It spins the mist, after all. Whoa, Dazzle! You actually put some effort into it. Good job! Don't think about it too much. Just go with the flow. Okay, wir haben Dazzle. Erbarmt sich unser. Ich würde schon den gedämpften Klang ganz gerne haben. Der sieht nämlich gut aus. Also bei dem haben wir so. Bei dem... Klar, kriegen wir Fähigkeit rein. Wir haben fast eine Spalte voll. Uiuiuiui. Ist das die 3 wert? Ja, das ist die 3. Sowas von wert. Nee. Du lass mich in Ruhe. Denn ich bin der Torrey, der Hirte. So. Toll. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Irgendeiner von denen wird mich gleich oben wieder blockieren, dann muss ich wieder was anderes machen und ach ja, es ist doch herrlichst. Oh, dich nehme ich mit. Erfahrung kann ich hier gebrauchen. Gargoyle. Jetzt kommt hier so ein Gargoyle reingewandt. Erstmal machen wir die hier. Ich fahre jetzt mal wieder langsam hier ein bisschen SA. Aber die hier sind super rein. I mean, I used to be pretty okay at making food, but now? Really? Einfach aus dem Grund. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich tue. Ich habe den Überblick verloren. Nächstes Gebäude, nächstes Stockwerk. Einfach aus dem Grund. Es wird ein Bossgegner kommen. Und wenn der vielleicht schwach gegen Feuer ist oder keine Resistenz gegen Feuer hat, warum soll ich da nicht Leila benutzen? Okay. Lass mich mal schön in Ruhe. Ich bin hier gerade noch beschäftigt. Rutsch. Ein bisschen übersichtlicher hier. Das wäre gut. Weil es ist eine gut gemachte Idee. Das muss ich Ihnen lassen. Es ist nur sehr unübersichtlich. Oh, da ist der Speicherpunkt. Da will ich also hin. Das ist der erste Punkt, den ich dafür anbringen muss. Und da gibt es einen Aufzug hin, okay. Das heißt, ich muss nach unten zurück. Und im Prinzip dahin. Ich muss hier rüber. Irgendwie diese Tür hier aufhaben. Ach nee, muss ich nicht, weil ich hier rüber kann. Und ich
weiß nicht warum, aber diese Tür ist offen ist. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, müsste ich vielleicht halbwegs richtig sein. Nein, hier geht nach unten. Oh nein! Okay. Gucken wir mal. Oh Gott. Ich ergebe mich. In die Abradorit. Schön. Brauche ich nicht. Hoch hier. Oh. Überblick verloren und dadurch den richtigen Weg gewählt. So kann es auch gehen. Dann gucken wir doch mal, was hinter dieser Tür so los ist. Oh. Welcome, young shepherd. Schön, dass wir dich auch mal treffen. It has been some time, Shepherd Wardell. Indeed it has, Lila. Is this Seraph a shepherd? I was, several hundred years ago. So just like Exio, huh? Enough chit-chat. This isn't what we're here for. I assumed as much. Young Seraph of Wind. Dezel. Dezel, this tower in and of itself constitutes the trial. In other words, once you reach its top, you have cleared it. The rest depends on how I feel about you then. Sounds like there's a catch. I bet it has something to do with the sacrifices and the Hellion we met at the entrance. A sharp observation indeed. Now then, head on up to the platform at the top. There shall I see your metal for myself, O young shepherd and his friends. Alles klar, Nashorn. Na gut, den euch an. Das ist ein Nashorn. Gut, alles noch richtig. Okay. Hier scheint es jetzt relativ ruhig zu sein. Oh, halt. Und ich habe schon wieder vor der Sitzung nicht verteilt. Ein Augenblick, Leute. So, Kräuter sind verteilt, alle sind ein bisschen besser. So, und da ist die Plattform. Okay, wir müssen Opfer aufhalten. Richte über mich, oh großer Seraph. Someone's there. Where's that headless Hellion? Hang on! Get away from me! Why are you looking to make a sacrifice of yourself? Eben, wir sind hier, um Nein zu sagen. There's no other way. I killed someone. The man who was exploiting my family. For that reason, people who didn't even know us would curse at our family, throw rocks at us. I only did what I did to preserve my family's happiness, but it's brought nothing but more pain. The legends say that if I throw myself from here as a sacrifice to the gods, then I might have a chance of absolving myself and of restoring my honor. Ehre herstellen, wenn man tot ist, es klappt nicht. If the prospect of life promises nothing but suffering, then better I die. Enough. Let her go, Saray. Dezel, du bist vermasselst gerade die Prüfung. She regrets dirtying her hands for the sake of her family. Seeking restoration of her honor. All she wants is someone's approval. She doesn't even think that she's to blame. What's gotten into you, Dezel? Nothing. A Hellion's domain. Genau, schön festhalten. Wir rennen dich. Damn. Da würdest du sterben wolltest, hältst du dich aber gut fest. Dezel. Rose, Miklio, stop that headless bastard! Okay, got it. So no need for me this time? Let's leave it to them, Edna. Dezel? You wanna die? Then why are you hanging on so tight? Richtig.
Dazzle! Eyes on the prize, you headless freak! There are plenty of times when I've wondered if I truly did the right thing. We all have. That feeling of loneliness, it can drive you crazy. But the idea that sacrificing yourself will erase your sins, it's a fallacy. Killing yourself means nothing to the Seraphim. But I... You worked so hard to protect your family. Do you want to leave them all alone? For the sake of a sacrifice that has no meaning at all? I don't want to die! Keep struggling. That's the fate of all with blood on their hands. I know I sound pretentious, but my friends tell me I need to stop trying to bear everything by myself too. We all need our families. If you work together, I'm sure you'll find some way out. I'll try! But your trial is not over. That's right! Eben, jetzt kommt jetzt der richtige Teil. Also, hätte ich gar nicht. Schwäche gegen Feuer. Genau mein Ding. Warum ist meine mystische Art nicht losgegangen? Warum? Pfirsichgummi auf dich. Das... Was war das? Es war nichts in meiner Nähe. Komm, wir müssen den großen bösen Nerd besiegen. Wie nervt das, dass du auch einmal dein Lauf? Möchte jemand. Nicht das hier, ich komme hier. Vielleicht mal dafür sorgen, dass Saray der Dummkopf wieder steht. Das ist so einer, den besiegt man am besten, indem man ihn in den Boden hat. Alles andere macht nicht besonders viel Sinn. Ihr zwei, macht mal, dass ich nicht umkippe. Ihr Egoisten-Schweine. Dass das auf denen stehen bleibt, obwohl ich derjenige bin, der gerade Probleme hat. Bringen wir jetzt erstmal das Ding um, dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe auf dem Schlachtfeld. Ich sehe schon da unten wieder, dass die beiden absolut nichts auf die Reihe kriegen. Warum scheint sie jetzt auf dem... Dieses System muss mir mal wieder genauer erklären.
Edna, machst du mal bitte, dass der Hirte lebt. Edna, machst du mal bitte, dass der Hirte lebt. Komm schon. Es ist so albern, wie die beiden sich da. Gut, geht doch. Neues Rad, neues Rad. Für mich kein neues Rad. Okay. Ist trotzdem in Ordnung. So this is what became of all those sacrifices. A warped idol, born of a warped religion. You're gonna be all right. Can you stand up? Are you the... the shepherd? I'm called Saray. Then are the gods... I mean... are the seraphim with you? Und meine Katze hört mir nie vom Kopf. Yes, a wind seraph accompanying me named Dezel is the one that saved your life. Hey, keep me out of this. Oh, thank you so much, Seraph Dezel. Really, truly, thank you, thank you. I promise that I will live bravely from now on. I'll look in my soul and find a way to believe in myself. Aw, he's embarrassed. We still have a bit more business here. Think you can get back down by yourself? Yes. Und zwar nicht auf dem schnellen Weg. I'll have someone from the Frontier Patrol take me back to town. Yeah, good idea. Somehow it all worked out. So, und jetzt möchte ich meine Bewertung haben. Let's restore. Nur weil es Edna nicht gut geht? So, ich möchte jetzt auf der Stelle positiv bewertet werden und meine Windbüße schaden bekommen. You are more than qualified to receive the spiritual power of wind. You speak of spirit? Bonds? Surely you have noticed, Dezel. That which is attached to your being at this very moment. It is not something that you should deny. You felt the voices of your companions and acted of your own will without any need for words. Are we done with this yet? Get it over with. Do you have something against developing true friendships? Why? There's something very important that I have to do. You should have picked up on that by now. And it is with true friendship that many obstacles may be surmounted. That you have reached this shrine, overcome the trial, and now stand here at this very altar serves as testament of that fact. Now then, let us offer a prayer. To the young wind seraph, and also to the young shepherd. What awaits you on the path ahead, none can say. Heartbreak, redemption, endless possibilities. Never lose the guiding light that will lead you safely to the end of your journey. Yes. Light, huh? So then, Shepherd Saray, may the light shine always on your journey. Thank you, Wardell. How you feeling? Okay? Wir sind jetzt ein vollständiger Superhirte. I just wanted to thank you. Huh? Dezel, you mustn't push yourself too hard. Hey, at least you got to do something out there. There's no need to stay here. Let's go. Are you all right? The power isn't affecting you, is it? I'm fine, but thanks for worrying about me. Sorry. We've obtained all four spiritual powers. Think we're ready for Heldolf? Well... no way to tell until we try, right? Yeah, but first, we gotta track him down. Also ich glaube noch wird er uns in der Luft zerflügen. He hasn't exactly been mailing us postcards. We know where he was. Why not start there?
The battlefield. Works for me. Silphistia. Okay. Hat irgendwie neue Mode bekommen, das würde mich auch mal freuen. Was die alles hat, das ist schon der Wahnsinn. Bestandene Prüfungen. Uhu, wir haben beide Prüfungen bestanden. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, die wir tun müssen. Wir müssen Heldal finden und ihn besiegen. Doch, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so leicht wird. Wird uns das Spiel aber dann bei Gelegenheit mal mitteilen. Ich bin gespannt, Silphistra zu sehen, diese neue super mystische Superwindart. Aber bevor wir Heldal suchen, gibt es andere Dinge, die wir tun müssen. Hey Rose! Denn es ist mal wieder Zeit für eine Runde Nebenquests. Die haben wir viel zu lange vernachlässigt. Also fangen wir wieder von oben an und arbeiten wir uns durch. Aisha scheint es vermasselt zu haben. Ja, wenn du dir aber Sorgen um sie machst, kannst du immer an ihre Tür klopfen und schauen, wie es ihr geht. Das ist vollkommen richtig und nichts anderes habe ich gerade vor. Dinge, die einem in den Ruinen Angst einjagen. We found quite a few discovery points. Exploring ruins is all well and good, but you have to be careful when getting sidetracked like that. Really? If you don't look properly at where you're going, you might turn the corner and bump into someone. That's when you gotta use that fancy footwork of yours. Take a quick back step. Actually, Rose, it would be most appropriate to sidestep in that situation. Yeah. And then, if you could coordinate it with other battle actions, then you could easily increase the stun rate. That'd be a pretty sad scenario for whoever you bump into. Yep. Aber gut, dass wir uns darüber Gedanken machen und... Ja, geht doch. Endlich bist du soweit. Reisen wir zum Speicher. Komm, wir essen aber irgendwas und ab ins Bett mit uns. Hey, Dezzel's windstepping skill sure is useful in traveling around. Yep. When you say wind, speed is definitely the first thing that comes to mind. Wind isn't the only thing that relates to speed. What do you mean? There's only one source of power. And besides... There may be multiple factors that influence the outcome. I'm not sure I get what you mean. It doesn't matter if it's water or fire. You can produce similar effects depending on how you use those powers. Dezzel, do you think you can teach me how to use them? I can only teach you the basics. The rest all depends on you. Looking out for others as always, huh, Dezzel? Whatever. Komm, wir werden mit dem Wasserschritt für Mibu. Ach, er hat tatsächlich das Windschreiten erlernt. Wow. So, also. Alisha. Saray, wait. How did it go? Fortunately, we were able to prevent rumors from spreading. Though in the end, I did have to prostrate myself. That must have been hard. Don't worry, it's fine. I did go a bit too far after all. The Difta family has been surviving as a branch of the Imperial family. But my mother was born to normal citizens, and was later courted on a whim by my father. So everyone forgave me and assumed it was natural I didn't follow politics. M'lady! And so... That's why I wanted to do the right thing. I wanted to gain acceptance from everyone in honor of my late father and mother. Was I wrong in the end? I shall go fetch some more tea. Genau, wenn jemand weint, mach ihm Tee. Let's leave her alone, just for a moment. Right. Ich habe rosa Wangen erhalten, dafür, dass ich Alisha beim Weinen zusehe. Hey Rose! Gibt es Neuigkeiten über die Mörder der Kinder? Ein ganzer Trupp arbeitet an dem Fall. Wir werden etwas finden, da bin ich ganz sicher. Aber jetzt müssen wir erst einmal abwarten. Okay. Da weiß ich nicht, wo ich dafür hin sollte. Wir sollten los und Opa seine Pfeife zurückgeben. Das ist fantastische Arbeit. Ich bin sicher, dass er sie vermisst. Ich würde sie vermissen. Es zählt das hier und jetzt. Lass uns ein Lächeln in sein Gesicht zaubern.
Ich weiß nicht, ob Opa darüber lächeln wird, dass ich ihm seine Pfeife wiederbringe, aber man kann sich aber auch hier. Alicia's Last, Dazzle. Being a princess sure sounds rough. Nations and politics are like an entwined spiderweb full of people's desires. If you are too full of ideals, you'll be entangled in the web instantly. But still, I don't want to say that Alicia's completely wrong, especially since we know the reason why she's been working so hard. In times like these, Alicia's straightforwardness is a truly valuable asset. However, a sword that is too hard can break easily. True. And besides, Alicia does make sound arguments. Isn't that a good thing? It's like, you know how if someone pointed out your wrongdoings, it really hits you? You'd probably get discouraged or even snap. They're only human after all. Meaning that by pushing her sharp reasoning on others, it causes cognitive dissonance and turns people against her. So that's it. Even though she's right, she's met with hostility. And she faces her challengers straight on. Which in turn only brings forth even more hostility. So that's why she worries so. What a pain. I'm sure it's tough on her. However, I don't think Alicia's feelings are completely misguided. Though we may need to assess the situation to know for sure. Alicia isn't the only one. I need to see for myself as well. Wow, das war eine ziemlich lange Plauderei. Warum hieß sie jetzt eigentlich Dazzle? Dazzle hat, glaube ich, genau einen Satz. Da ist nur Speicherpunkt. Upsa. Hat dich angeschrien? Hi. Gramps! How are you? You stupid brats! Ich wusste es. Whoa! What's this all about? Don't you have something to say to me first? I don't remember raising a fool! I'm sorry for leaving without telling you. It's good to be home. Nice to meet you. My name is Rose. Well, in any case, I'm glad to see you're safe. The Lady Squire is welcome here as well. You can tell that I'm a squire? Of course I can. Sir A became the shepherd, and Miclio is now a sublord, correct? Which would mean that the Prime Lord is the Lady of the Lake, then. It has been a long time, Sir Zenris. Sir? You don't have to say anything. History repeats itself. It makes the world go round. True. But I still want to believe in them. And believe that they can bring forth a new future. Well, I'm glad you've all found such a nice Prime Lord. Hey, by the way, did my pipe come in handy? Oh, yeah. Don't worry about the pipe. As long as it was useful to you. But I'll give it back. I don't need it anymore. Keep it for yourself. Really? I'm okay. You know, I've grown up a lot through this journey. Bratty as ever, aren't you? Please, take this with you. Thanks, Gramps. Okay, jetzt? No, no. I should be the one thanking you. Hoi. Opa hat da ein Elixier rumliegen. Sieht so aus, als wärst du in der Zeit, die du weg warst, ganz schön frech geworden. Und wie, Rose, was machen wir als nächstes? Mit der Karte kann ich wohl nichts falsch machen. Ich weiß, das erzählen wir uns häufiger. Wir sind den Irisstein keinen Schritt näher. Und wenn wir die Sache von einer anderen Seite angehen, wie wäre es, wenn wir nach Experten für alte Juwelen suchen? In Pendragon muss es einen Händler geben, der sich mit alten Edelsteinen auskennt. Fragen wir ihn. Okay, Rose, wenn du das sagst, Rose. Du wirst das schon wissen, Rose, denn hey, was ist das? Saray, why don't we take a little break here? Are you tired? Okay. No, but it's a good idea to take a solid break to rejuvenate the soul. Totes, let's do it. Sure. I did want to chat with everyone and Alicia, too. All right. We'll meet up later. Okay, eine unerwartete Sidequest. Es ist überhaupt nicht auffällig, wo ich vielleicht hin sollte. Ich meine, ich bin alleine, aber die Gegner hier sollten inzwischen so umkippen, wenn ich sie mal kurz schräg angucke. I wonder where Miclio and Lila went.
Cleo und Lila sind ganz alleine weggegangen. Skandalös. Das ist so. What are you doing, Miklia? Shh. I see. Just as I thought, they... Come on. Wait. I'm so sorry. I wasn't aware of it and made the pact. No, no. It was of their own decision that they made the pact with you. What they make of it will be up to them. I'll support them with all I have, so that we won't repeat the same mistake. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could do for the previous Shepherd. Perhaps. But sometimes I can't help but wonder. Surely I could have done more than I did back then. Everything is tied to their fate, and their fates are yet intertwined. Yes. Thanks to you, Sir Zenris. No. You and those kids forged that bond. My role in this is done. All I can do now is worry about them. There are times when things go awry, but their purity and virtue gives me hope. I want to accompany them on their journey. This time, there will be no regrets. I see. Perhaps this is also how humans and Seraphim should coexist as a whole. I'm glad I was able to talk to you. And I with you. Please, take care of them. Interessant. Die beiden haben Geheimnisse vor uns. Weren't they just talking about us? Looks like it. Why don't we ask? Miklio, I guess we shouldn't eavesdrop on their conversation. If Gramps has something to tell us, he'll tell us straight up. Yeah, same with Lila. So ist richtig. Gut, wie beende ich diese Sidequest? Okay, ich gehe mal in die Stadt. Eindeutig. Komm, wir gehen in mein Haus. Hey! Da hat sich Miklio also deswegen Gedanken gemacht. Weswegen? Meine Güte, das treibt mir die Tränen in die Augen, Uta. Hä? Weißt du, warum Miklio sich ein Stabeswaffe ausgesucht hat? Ich sag's dir, er will dafür sorgen, dass er auf jeden Fall weiterkommt als du. Jemand, er redet über Reichweiten, oder? Macht dir das nicht. Da ist ein Ausrufezeichen erschienen. Da ist ein großes, dickes Ausrufezeichen erschienen. Ich muss da hin. Ein Ausrufezeichen! Lila? Los, gehen wir. Ja. Ich habe, glaube ich, alles erledigt. Erledigt, was ich hier erledigen wollte. Au. Jetzt habe ich mir auch noch selber gebissen. Sehr schön. So, wir wollten nach Pendrago, um einen Experten für Edelsteine aufzusuchen, der uns sagen kann, ob es vielleicht noch Iris-Steine gibt und vielleicht noch eine Iris-Stein-Episode bei dem direkt abzuholen. Lila und Opa. Lila, how did you know Gramps? Is Zenris his real name? Yep. No one calls him that in Elysia, though. I've met him before. Just once. Weren't you guys having some sort of serious conversation? What was that? A cheeky champ chuck cheap chocolate chips in the cheap chocolate chip shop! This again? Since when did you know that Saray and Miklio were the old man's family? Red leather, blue leather, yellow leather. Red leather, blue leather, yellow leather! Come on, just tell us! I don't need to know. Gramps wouldn't do anything to harm us. I'm sure. But if we did something wrong, there'd be no telling how much hell we'd catch. So you trust him? Yep, as much as I trust Lila. Das ist doch schön. Rein zum Speicherpunkt, wir müssen nach Pendrago. Hey, wanna go ask them about the Iris gems? Alrighty, I'll go ask. Will you be alright? They look pretty sketchy. Leave it to me. All merchants are like family. Money keeps us together. Are you sure about this? Let's just leave it to Rose. You're not savvy enough to know when we're being tricked. Yeah, speak for yourself. I got it. They said they saw an iris gem in the ruins north of here. A ruin in the north? Weird. Why do they keep laughing?
Are they laughing at me? They think you're a phony shepherd and that I'm a victim of your con artistry. They've got it wrong. It can't be helped. There are many who claim to be the shepherd. But still, to be treated like a con artist? No point in arguing with them. Yeah. It's way better to be laughed at than to be frightened of. So, dann wissen wir ja, wo wir hingehen müssen. Mein Gott, quatschen hier viele Leute. Suchen wir in den Gafferis-Ruinen nach Iris-Stein. Einverstanden. Also auf sind wir nördlich von Pendrago. Ja, da waren wir ja schon mal heute, glaube ich. Obwohl, für euch müsste das vor 3 bis 4 Folgen gewesen sein. Wow. I just noticed, whenever Mikleo gets angry, it always has something to do with Saray. What? That's not true. Then what's with that response? Come on, you guys are family. Nee, wir sind die dicksten Freunde und ich wollte gerade durchs Fenster ins Gasthaus gehen. So, where did they say they saw the Iris gem? Whoops, I forgot to ask. I didn't really want to talk to them for long. Fine, let's find it ourselves. Gut, was für Gegner haben wir denn hier? Bäumchen. Den Norman nehmen wir trotzdem mit. Es ist Mirak. Was kann Mirak denn? Es kam wieder Herstellungsgeschwindigkeit. Verteidigung erhöht wahrscheinlich. +4%. Ich sehe, was ihr tut. Ich kann auch einfach an dem vorbeigehen, ne? Trotzdem würde ich den ganz gerne mal anspuckeln. Das ist Serket. Mit der Schwäche gegen Erde. Was zur Hölle? Okay, den geben wir nicht nochmal an. Also nicht so schnell. Sondern gehen ganz locker um ihn rum und suchen uns dann seinen Irrestein raus. Was ist das? Einen Moment. Mysteriöse Dinge geschehen hier im Nachbarraum, sind komische Geräusche, aber niemand ist da. Wie dem auch sei, wir holen uns jetzt unseren Irrstein, lassen uns von hier Serket oder wie der nicht heißt, nicht verirren und hören den roten Irrstein. Ed, Layla reist mit einem unbekannten jungen Hirten, ein starkes Band des Vertrauens verbindet sie. Dann schauen wir uns das doch mal an. Das ist ja anscheinend äußerst unangenehm. Killer, Layla. You were in perfect harmony. He was quite skilled, despite his youth. Yeah. Compared to him, you've still got a long way to go. Layla, I wish I could go on a journey like that with you. Saray. Excuse you, Saray. Huh? Yes. This journey now is every bit as enjoyable as it was back then. Thanks to everyone here. Wie schön. Well, we've met our first goal. Well, it would have been nice if we could have investigated before the place got ransacked, but it looks like it happened a long time ago. There's actually something I've noticed about that. Don't you think that the stones and decorations looted from here may have been used in Pendrago's architecture? It's possible, given the location and the era. Right, and if we can find out where they've been used, we might be able to find the hidden history of Pendrago.
If we compare with Lady Lake, which utilized the Vivia subterranean aqueduct, we might find what people in that era were thinking. Sounds awesome! Good thinking, Miklio! And that's not all. If we build upon our current hypothesis... Hang on. I don't get what's so awesome about this. But they're so enthused. Friggin' weirdos. Guess I'm the clown again. No, no, that was a smile of praise to the true king of the Ruin Geeks. Viva the Ruin Geek Shepherd. What kind of shepherd is that? I don't think I've ever heard of it. Then that makes Saray the first. No objections? I guess. Und sie unterhielten sich und lachten und waren froh, während das große böse Skorpionmonster hinter ihnen stand und sie alle umbringen wollte. Rose, was haben wir noch so vor? Rose, hast du etwas gehört, das von Nutzen sein könnte? Natürlich habe ich das. Die Preise in Loken sind offensichtlich in den Himmel geschossen. Das ist in den entferntesten liegenden Gegenden nicht ungewöhnlich, aber ich glaube, es lohnt sich nachzusehen. Alles klar, Logrin, unser nächster Anlaufpunkt. Allerdings erst beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Tales of Zestiria Blind. Bis dahin, viel Spaß, weil was auch immer ihr noch so tut. Und wir sehen uns. Ciao.